Das ist Digifern Unterricht. Ich begrüße euch zu einer Folge, in der es um das Verhältnis von Technik und Pädagogik geht. Ich basiere meine Ausführungen auf einem längeren Essay, den ich heute auf meinem Blog veröffentlicht habe. Also wenn ihr den nachlesen wollt, wo es auch so ein bisschen philosophisch in die Tiefe und in die Länge geht, dann seid ihr herzlich eingeladen. Hier aber wie immer eine verdichtete, pointierte Version meiner Überlegungen. Und zwar werde ich nicht auf alles eingehen, aber ich werde ein paar Bilder zeigen, ein paar wesentliche Aussagen auch verdeutlichen. So, jetzt habe ich den Vorbildmodus gefunden. Super. Die Bilder, mit denen ich beginnen möchte, nicht mit diesem Behemoth, sondern beginne hier mit den Unterrichtsbildern. Also so hat es an meiner Schule 1985 ausgesehen, im Informatikunterricht, im ersten Informatikzimmer, das auch mit Rechnern ausgerüstet war, wo die Schülerinnen und Schüler Korrespondenz hieß, das gelernt haben. Und so sieht es heute in meinem Schulzimmer aus, ein Foto aus der NZZ von 2020. Das sind meine Schülerinnen in meinem Unterricht, die wie selbstverständlich diese Smartphones benutzen. Und das zeigt, das Verhältnis von Technik und Pädagogik ist nicht selbstverständlich. Und auch wenn wir digitale Technik mit einbeziehen, dann ist nicht klar, in welchem pädagogischen Setting, mit welchem pädagogischen Verständnis das Ganze erfolgt, weil diese Bring-Your-Own-Device-Haltung die Möglichkeit, private Geräte für schulisches Lernen einzusetzen, ganz andere Möglichkeiten ergibt als dieses schulische Setting hier. In meinem Unterricht seht ihr, da vorne sind Schülerinnen umgedreht, die arbeiten zusammen, die bearbeiten gemeinsam Probleme, melden sich dann doch aber so, dass auch alle zuhören können. Hier sind alle ganz vereinzelt und schauen auf den Bildschirm. Ganz unterschiedliche pädagogische Herangehensweisen, die nicht durch Technik diktiert werden. Also die erste Erkenntnis wäre, Pädagogik spielt sich in einem von der Technik geschaffenen Möglichkeitsraum ab. Also die Technik sagt, was denkbar ist. Hier müssen beispielsweise die Schülerinnen und Schüler lernen, das Zehn-Fingersystem zu beherrschen. Das ist hier nicht mehr möglich. Die Schülerin kann das Zwei-Fingersystem oder das Zwei-Hände-System auf dem Smartphone, weil sie es selber gelernt hat. Hier musste eine Lehrperson sie anleiten, wie das Ganze funktioniert. Und gleichzeitig ist Technik auch immer in ein pädagogisches Setting eingebunden. Ich gehe dann hier ausführlicher darauf ein, auch welche pädagogischen Haltungen hinter Computerspielen, hinter Plattformen stecken und besonders auch bei Videokonferenzen. Das seht ihr hier, wird deutlich, dass eine Videokonferenz ganz andere Möglichkeiten bietet als ein Gespräch im Unterricht. Also wenn wir jetzt Unterrichtsgespräche in Videokonferenzen durchführen, gibt es neue Möglichkeiten des Störens, neue Möglichkeiten auch der statistischen Erhebung, neue Möglichkeiten auch Präsentationen vorzuführen. Das habe ich jetzt hier nicht erwähnt, aber habe ich kürzlich auf Twitter gezeigt. Bei Teams, wenn ich dort einen PowerPoint vorführe, dann kann jeder Zuschauer, jede Zuschauerin in der PowerPoint blättern, ohne dass die Präsentation für alle anderen verstellt wird. Und das ist eine Funktion, die sehr schön auf den Punkt bringt, was Technik letztlich bedeutet. Es ist zunächst das Versprechen, dass etwas effizienter wird. Also die Präsentationstechnik wird effizienter, weil alle die Aufmerksamkeit auf die Folie lenken können, die sie gerade beschäftigt. Und gleichzeitig erhöht sich die Komplexität. Also ich weiß jetzt nicht gerade, auf welcher Folie jetzt wer ist, während ich in einem klassischen Vortragssetting eine Folie zeige und es ist klar, alle sind bei dieser Folie, weiß ich das bei einer Teams-Videokonferenz heute nicht mehr, ob alle bei der Folie sind, bei der ich jetzt auch gerade bin. Und diese Komplexität führt dann wieder zu neuen Handlungen, die ich pädagogisch auch begründen muss. Also ich muss vielleicht nachfragen, seht ihr die Folie jetzt, die ich gerade zeige, was in einem Präsenzsetting im Unterrichtsraum eine absurde Frage wäre. Natürlich sehen alle die Folie, wenn ich sie sehe, ist das bei Teams heute nicht mehr so. Also kurz, Technik erhöht Komplexität mit dem Versprechen, Handlungen effizienter zu machen und dadurch erfordert sie bestimmte Anschlusshandlungen. Das heißt auch, wenn ihr jetzt die Erfahrung macht im Digifernunterricht, ihr setzt technische Werkzeuge ein, dann ist es selbstverständlich so, dass es für euch immer auch einen Mehraufwand mit sich bringt. Das ist dieses Paradox der IT, dass man eigentlich denkt, das wird alles immer effizienter, aber tatsächlich
bedeutet es auch immer mehr Arbeit. Und das hat mit dieser Steigerung der Komplexität zu tun, dass durch den Einsatz scheinbar effizienter Technik neue Probleme entstehen, nämlich auch technische Probleme, die ich lösen muss. Beispielsweise, das ist hier das Beispiel, wie hindere ich Schülerinnen und Schüler daran, andere zu stören, indem sie das Mikro abschalten bei Videokonferenzen oder indem sie obszöne Hintergrundbilder einblenden. Das sind dann Fragen, bei denen sich viele Lehrerinnen und Lehrer gar keine Gedanken gemacht haben, bevor sie in der Lage waren, Unterricht auch tatsächlich via Videokonferenz durchführen zu müssen. Wie gesagt, ich gehe nicht auf alles ein, was hier vorkommt. Ich möchte noch zwei Punkte hervorheben, nämlich zunächst dieses Summer-Modell, das einige sicher schon kennen. Das sagt, wenn digitale Technologie eingesetzt wird, dann wird das zuerst so gemacht, wie man bisher gehandelt hat. Also man versucht, Arbeitsblätter einfach in PDF-Form abzugeben als Arbeitsblätter. Und irgendwann merkt man dann, nee, digital sind ganz andere Formen möglich. Wir können uns auch von dieser Seitenvorgabe lösen. Wir können interaktive, kollaborative Formate anbieten. Also es werden ganz neue Aufgaben, ganz neue Medienformen vorkommen, mit denen sich dann auch die Tiefe dieses digitalen Ozeans erkunden lassen. Das Summer-Modell hat offensichtliche Beschränkungen, weil es, wie ich gesagt habe, Technik und Pädagogik gehören zusammen und ich kann nicht etwas ersetzen in einem anderen Medium. Das passiert immer was anderes. Also, sobald ich ein PDF-File verteile, kann ich das durchsuchen. Ich kann es mit Copy-Paste neu layouten. Ich kann es auch digital bearbeiten und so weiter. Ich habe Fragen der Dateigröße, der Formulare, die da drauf sind, vielleicht sogar des Schreibschutzes, die sich stellen. Das ist kein Ersatz von dem, was ich vorher hatte, sondern es ist etwas total Neues, etwas Verändertes. Und insofern ist diese Substitution eine Illusion, auch im Digifernunterricht. Das werden jetzt sicher einige gemerkt haben. Ich kann nicht einfach Unterricht, wie er im Schulzimmer war, jetzt auf Teams oder mit Zoom oder auf Moodle reproduzieren. Das geht nicht. Das ist kein Ersatz, sondern es ist schon automatisch eine Veränderung. Also wir sind eigentlich immer schon in diesem Modification Segment. Zum Schluss ein Modell, das ich von Gerhard Brandhofer habe. Der sagt, wenn wir Unterricht planen, ist die Frage immer zuerst, nach welchen Kriterien strukturieren wir unseren Unterricht? Und das passt auch sehr gut für den Digifernunterricht. Also was sind die Gelingensbedingungen, dass wir sagen können, das ist jetzt erfolgreicher Fernunterricht. Wir haben die Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Das ist Stufe 1. Wir müssen das festlegen. Und er sagt auch, es sind subjektive Festlegungen, es sind lokale Festlegungen. Es gibt auch keine objektiven Standards, an denen wir uns orientieren können. Und in der zweiten Phase wählen wir dann Methoden, Medien und Applikationen aus, die zu diesem Kriterienkatalog passen. Und all das ist immer provisorisch und ergänzt sich. Also ich komme immer wieder auf diese Entscheidungen zurück. Ich kann die jetzt nicht für 4, 5 Jahre wählen, weil sich die Technik ändert und weil sich auch die Pädagogik in dieser Zeit ändern wird. Dann zeige ich noch das Fazit, das ich gefunden habe und verweise dann auch auf die Literatur, die hier verlinkt ist und bitte euch mal reinzuschauen, das zu lesen und mir auch Feedback, kritische Kommentare gerne auch zurückzumelden. Also hier ist das Ergebnis meiner Überlegungen, Pädagogik in einer Kultur der Digitalität berücksichtigt, dass Technik verspricht, die Effizienz von Handlungen zu steigern, dabei aber zu einer Komplexitätssteigerung führt. Diese Herausforderung muss wiederum pädagogisch begegnet werden, nicht durch eine Trennung von Pädagogik und Technik, sondern das Herstellen von Bezügen und Reflexion aus beiden Perspektiven. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.